Ach, die schönste Schranke der Welt. Wenn die aufgeht, geht mein Herz auf. Bist du nervös? Nö. Ich aber. Mama, ich will nach Hause. Helge Thomsen, wo bleibst du? Aber es hätte mich auch gewundert, wenn er einmal pünktlich gewesen wäre. Das Gute ist, die Reifen sind schon unterwegs. Jetzt fehlt nur noch Helge. Ach, guck mal. Alter, das glaube ich nicht. Mercedes AMG GTR? Ich hab doch gesagt, ich bringe das mit auf die Nordschleife. Schön, dass du es einrichten konntest. Na? Ich hab dir schon verziehen mit dem Auto. Ja, das freut mich. Ja, komm, rutsch rüber. Nee, die kannst du zulassen. Wir müssen noch tanken fahren. Wie, du willst jetzt aber, ich darf nicht fahren und du musst noch tanken? Ja, ich habe mich schon mal ein bisschen mit dem Fahrzeug angefreundet. Komm, steig ein. Ja, das ist das Beste, was du jetzt kriegen kannst. Mehr geht nicht. Und das ist noch zum GTS. Noch mal einen obendrauf von 510 auf 585 PS. Willst du die mal hören? Ja, lass mal hören. Ingenieure, die bauen ein Highland nach dem anderen und du hast immer nur die gleiche Range zum Asphalt. Also die Reifen müssen da immer hinterherkommen und das tun sie, ne? Deswegen haben wir den Cup 2 drauf. Hier. Hey, ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Ja gut, aber das ist... Ich hab mir das ja schon gedacht. Deswegen habe ich dir diese Karte mitgebracht. Da ist die schönste Strecke der Welt aufgezeichnet. Und die studierst du jetzt erstmal. Du kannst mir die Kurven ansagen. Eigentlich führen wir das Fahrzeug jetzt zu seinem ursprünglichen Sinn hin. Das ist The Beast of the Green Hell. Da darfst du dich gerne reinsetzen, Helge. Ja. In meinen Mercedes AMG GTR ab sofort nicht mehr. Lass mal hören. Matthias, wir fahren alle auf den Decken. Die wissen halt, was gut ist. Lass einmal den Sound hören. Das meinte ich. Was ist denn hier los? Das ist das schnellste Fahrzeug, was ich jemals hier gesehen habe. Immer. It's a Yamaha YTF 2E. Ah, ja, Englisch? Yes, Englisch. Helge. Hey. Nice to meet you. Hi, Matthias. Hey, Matthias, nice to meet you. So, what are you doing here? I'm going to play golf and I've got some time to kill. So I'm waiting for some friends and I'm just looking at the nice cars in the parking lot. So have you been on the track? No, it's my first time here. I've never been on the track. So you don't know the track? I don't even know this gentleman, but he's already in my car. So this is the Nordschleife, huh? The famous Nürburgring Nordschleife. Yeah. Mm-hmm. This is the Döttinger Höhe, the long straight. It starts right over there. Wehrseifen is my favorite corner because it's fast and it's really, really dangerous. Great, well, I'm ready to go. You're ready? You're ready to go? I'm ready to go. I take care of your high-performance car. You take the map? Yep. I'll take the map. I take the wheel. Bring mir die Karre heil zurück. Ja, ja, ja. Bleibt der denn? Shocked. You survived. Yeah, shocked, stunned. Okay. See you in 3 hours? Yes, see you in 3 hours. At the... Pistenklausel. Yeah, Pistenklausel. Sag mal, weißt du eigentlich, mit wem du da eben über die Nordschleife gebrettert bist? Ja, mit einem Golfrohr. Nee, das ist Robert Baker. Ich habe recherchiert. Das ist der Golfpro überhaupt. Der trainiert Leute wie Obama, Michael Douglas und der ist AMG-Markenbotschafter. So, Helge, jetzt geht's los. Schnick, schnack, schnuck, wer fährt? Das ist ja wohl gerecht, oder was? Schnick, schnack, schnuck. Zack. Alter, wir haben jetzt schon 180 drauf. Mercedes AMG GTR.
Aber Helge, ganz ehrlich, so schlecht bist du gar nicht gefahren. Ey, es war so hart. Aber ich freue mich, dass du keine Angst gehabt hast. Also ich sag mal so, ich hatte keine Angst. Vor allen Dingen, weil der Reifen dein fahrerisches Unvermögen komplett wieder wettgemacht hat. Das war ja klar. Hast du schon mal gesehen? Die Cup 2 haben hier eine extra Mercedes-Kennung, ne? Pilot Sport Cup 2 mit, Achtung, MU-Kennung. Mercedes-AMG hat zusammen mit Michelin diesen Reifen hier ausgiebig auf der Nordschleife getestet. Davon kannst du dich jetzt gleich selbst überzeugen. Genau. Ist man nicht so viel, weil sonst wird dir gleich noch schlecht, ne? Das glaube ich nicht. Und übrigens, der Verlierer, ne? Der zahlt die Getränke in der Pistenklause. Ja, das bist dann ja wohl du, ne? Anschneiden! Dieses Auto arbeitet, was die Reifen abliefern. Geh das mal an, ey. Das ist Rausbeschleunigen Adenauer Forst. Da geht jedes Auto quer normalerweise. Ist dir schlecht? Ja. Ist dir übel? Ja. Ist dir schwindelig? Ja. Ich meine, wie bist du auch gefahren? Ja. Einmal eine saubere Kurve, ja. So hardcore das Ding. Lass es in die Pistenklause, ich gebe einen aus. Ganz genau. Gut. Und jetzt fährst du normal. Guck mal, keine Widerrede. So mag ich dich, Helge. Endlich mal keine Widerrede. Hey, Robert. Hey. How's it, man? Well, hi. Hi. How you doing, man? So, how did you recover? All is in order. And the drive? It was very good. That's the big moment where Helge pays for our drinks. Yeah, I'm the loser. I've got an idea for us. We can do some cross golf. I've got the equipment, I've got the gloves, I've got the balls. The loser will have to say so-and-so is the best and it's there forever on the Nürburgring. On the track. On the track. Yeah. Kannst du dir das vorstellen, wie das aussieht, wenn der Helge ist der Geilste, von dir geschrieben, auf dem Racetrack steht? Das könnte extrem peinlich werden. Jetzt bist du dran. Und wo ist jetzt der Golfplatz? Ja, das ist Crossgolfen, ich glaube. Ich habe dir gesagt, das ist ein perfekter Platz für Crossgolf. Tiers? Ja. Dein Handschuh. Danke. Okay, so what's the first challenge? The first challenge is, you see the tree over there, Helge? Wow! Yeah! Helge! Ah, shit. So weit nach rechts. Helge, you win of the closest to the tree. Next one. Upside down and you've got to chip the ball into the umbrella, okay? So you first stand, start with a shot. Okay. Next one, you chip it in, okay? Oh, super! Sehr gut. Oh. Oh, hey. That's so good. Ah! Wow. Das gibt's doch nicht. Wow, Helga! Yes! Incredible, well done. Danke. You got the challenge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kannst mich ruhig angucken dabei. Nee, brauche ich nicht. Dankeschön. I have a problem. A friend of mine is coming to Germany next week. He's never been on the Autobahn. I can't think of any two better people to pick him up and show him the Autobahn. Ja. Yeah. Of course we did. That would be wonderful. Thanks a lot. Aber bevor wir das machen, before we do that, hast du noch einen kleinen Auftrag. Wir müssen zurück zur Nordschleife. Wieso? Ja, du hast verloren. Also wirst du auf die Nordschleife meinen Namen draufschreiben. Ja, ich weiß. Und zwar richtig in ganz großen weißen Buchstaben. Natürlich. Du musst nicht weglaufen. Helge ist der Beste. Ja, okay. Und das möchte ich auch lesen können. Na, gefällt dir das so? Sieht das geil aus von Weitem. Ja, mega, ne? Mein eigener Name auf der Rennstrecke. Aber sag mal, was ist das denn? Was? Aber ist das Kreide oder was? Sicher ist das Kreide. Alter. Es gibt einfach keine Farbe. Mach doch einmal was richtig. Ich möchte doch nicht, dass das beim nächsten Regen abgewaschen wird. Nein, das fotografiere ich auch gleich. Alles klar. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, fertig. Mit Kreide. So, ich gucke mir das aber noch mal in Ruhe an. Ich finde, ich habe das schön gemacht.